die Leute denken, ich nehme eine Schrift in der Hand und lese, und dann sind sie überrascht, dass ich die ganze Zeit nur erzähle, und sagen sie mir beim Abschied, das war nicht schlecht, aber hättest du gesagt, dass du nicht liest, dann hätten wir uns entspannt vom Anfang an. Also entspannen Sie sich, die Lesung hat längst angefangen. Ich bin bei dem besten deutschen Verlag untergekommen. Er heißt Hansa. Ist gut so, die Werbung, bis jetzt? Und der macht meine Bücher so wirklich mit Geduld zu Kunstwerken, wie Sie sagten. Also das ist ein Dialog, auch die Suche nach der Form, vor allem wenn man in einer Fremdsprache schreibt. Ich habe mir nicht nur die normale deutsche Sprache für meine Promotion in der Chemie, sondern ich habe die deutsche Sprache neu gelernt in ihrer literarischen, höchst anspruchsvolle Art, indem ich Romane Thomas Mann, die Buddenbrooks, Schritt für Schritt geschrieben habe, Wort für Wort abgeschrieben habe, Heine abgeschrieben habe, um zu sehen, warum die Deutschen so wenig Adjektive brauchen. Für uns Araber ist das eine halbe Katastrophe. Also, wir müssen immer dauernd Adjektive einbauen. Und auf Deutsch ist das eine Schwäche, wenn man so viele Adjektive macht. Deshalb mache ich Ihnen eine Kostprobe von meinem neuesten Band. Ich wollte einmal erzählen, wie ich zum Erzähler wurde. Und deshalb entstand diese kleine Büchlein, die Frau, die ihren Mann auf dem Flohmarkt verkaufe. Und die Buchhändler sagen mir, die meisten Käufer sind Frauen. Ich sagte, nein, ich bitte die Männer, das zu kaufen, damit sie ein paar Maßnahmen treffen, die in dem Buch erklärt werden, damit sie nicht verkauft werden. Und bei der ersten Geschichte werden sie das erfahren heute. Die erste Geschichte trägt denselben Titel des gesamten Buches, also des Sammelbandes, die Frau, die ihren Mann auf dem Flohmarkt verkaufte. Sie müssen wissen, mein Großvater war ein reicher Bauer, der in einem christlichen Dorf namens Malula, ein herrliches christliches Dorf ist das, in den Bergen, spricht bis heute noch Aramäisch, die Sprache Jesu Christi. Und dieser Großvater kam uns besuchen in Damaskus, aber er kam immer allein, weil die Großmutter uns nicht ausstehen konnte. Wir sie auch nicht. Das beruhte auf Gegenseitigkeit. Warum? Weil wir die Brut ihrer Erzfeindin, nämlich meiner Mutter. Meine Großmutter, als Grande Dame, hat geplant, für ihren Sohn, erstgeborenen Sohn, das sollte später mein Vater werden, eine reiche Cousine zu verheiraten. Das heißt, durch Vermählung, eine Vermehrung des Reichtums zu erreichen. Und da kommt eine junge Frau mit bildhübschem Gesicht und eine unglaubliche Zunge und wickelt den Vater so, dass er nicht zu sich kommt, außer nach der Hochzeit. Das war schon geschehen. Und wir sind die Brut dieser Frau. Das Problem meiner Großmutter war auch noch, dass meine Mutter mit ihrer scharfen Zunge 10 Frauen solcher Kaliber an die Wand stellen konnte. Dieselbe Zunge aber war für meinen Großvater ein Garten. Der sagte, ich komme nach Damaskus, weil ich in dem Garten der Zunge deiner Mutter verweilen will. Das war eine schöne Erzählung, wunderbare Erzählung. Der Großvater kam, und wenn er kam, so wollte er nicht im Gästezimmer schlafen, sondern bei uns auf einer Matratze im Kinderzimmer. Wir waren damals nur 3 Jungen, und er wollte nicht dort. Aber was heißt schlafen? Er schlief überhaupt nicht. Der erzählte immer und spielte und machte Pantomime und spielte, kämpfte gegen die Djinns. Die Djinni, die haben ihn gehasst, weil er immer ihre Frauen angeblich mit seiner Stimme verführte. Erzählte und erzählte, bis sein Sohn kam und den Vater bat, uns Kinder schlafen zu lassen. Manchmal war mein Vater so wütend und er sagte, soll ich Karten, die ganze Nachbarschaft hört dir zu, soll ich Karten abnehmen ihnen oder soll ich Eis servieren? Da sagte der Großvater, Eis servieren wäre es nicht schlecht. Ganz ruhig. Und der Vater konnte nach der arabischen Sitte, kann ein Sohn mit dem Vater nicht unhöflich reden. Also man merkte an der Farbe meines Vaters, wie er sich ärgert, aber schluckt. Und die Portionen waren manchmal sehr dick. Und dieser Großvater kam eines Tages und sagte mir, willst du mit in die Stadt? Ich nehme dich zum Flohmarkt. Wissen Sie, das war ein Vergnügen für uns Kinder, weil dieser Großvater großzügig war und diese Zeitschrift nicht abonnierte, die mein Vater immer gelesen hat, Dein Hausarzt. Mein Vater war Abonnent, einer der wenigen Abonnenten der Zeitschrift, Dein Hausarzt. Und damals, in den 50er Jahren schon, kämpften die Ärzte gegen Zucker, gegen Lollis, gegen Eis.
der Großvater las die Zeitschrift nicht. Er konnte lesen, aber er wollte die Zeitschrift nicht lesen und war großzügig. Deshalb sind wir gerne mit ihm gegangen. Der hat uns da was gespendet, dort was gespendet. Es war immer lustig mit ihm. Und an dem Tag hörte ich das Wort Flohmarkt zum ersten Mal in meinem Leben. Das Wort ist auch Arabisch. Ach, Souk, Kmele ist Flohmarkt. Und das war bei uns ein feststehender, bestehender Markt unter der Zitadelle, wo die Leute Secondhand verkauften, also Kleider, Haushaltgeräte, Spielzeug. Und ich war verwundert über diesen Markt, dessen Läden wirklich winzig klein sind. Und weil sie winzig klein sind, quälte diese Ware auf der Straße, besetzte den Bürgersteig und Teile der Fahrbahn sogar. Was heißt Fahrbahn? Kein Auto dürfte vorbeifahren. Also die Leute gingen schlenderten über die Straße und ich wunderte mich über diese vielen Angebote. Und bald habe ich einen Kreisel bekommen vom Großvater, den er heruntergehandelt hat, auf eine Lira, gnadenlos heruntergehandelt hat. Er war Multimillionär vielleicht, aber er hatte gehandelt. Ohne Handel schmeckt das Kaufen und Einkaufen nicht. Das, was Sie hier in Deutschland machen, das nennen wir Abholen. Abholen, nicht einkaufen, bitte. Abholen ist das von Ware, die schon etikettiert ist. Also Entschuldigung, also Kaufen und Verkaufen ist Leben, bunt. Und der Großvater stand bei einem Mann, und das wunderte mich, der einzige Laden, der keine Ware hat, sondern der Mann saß am Tisch, hinter einem Tisch, mit einem Telefon und ein paar Zettel hingen klebten mit einem Tesafilm an den Wänden. Habe ich gesagt, was verkauft er denn? Da sagte der Mann ist Makler, der vermittelt Wohnungen und Häuser, aber was er verkauft, sind Gerüchte. Wissen Sie, in Damaskus waren immer Gerüchte die unzensierten Nachrichten, nicht wahr? Und ein Damaszener zählt die Gerüchte, die er verbreitet und empfangen hat. Und wenn er 3 verbreitet und 4 bekommen hat, dann ist die Bilanz in Ordnung, vor dem Einschlafen. Und da sagte er, der geht durch alle Häuser und er kennt alle Familien und deshalb höre ich seine Geschichten durch. Und wo wir da stehen, hörte wie ein Streit. Ein junger Mann sagte einer Frau, du kannst doch deinen Mann nicht verkaufen. Und sagt die Frau, hast du noch nie von Menschenrechten gehört? Da sagte er, doch, aber ich verkaufe ihn, sagte die Frau. Und da sagte der Großvater, komm, jetzt wird es spannend. Und wir rannten hin, aber bevor wir ankamen, das war am Ende des Marktes, waren 3, 4, 5 Reihen Menschen, dicht wie eine Menschentraube, standen sie da und hörten diesen Streit zwischen Mann, ein Passant und der Frau. Und da saß der Mann auf einem Stuhl vorne, an dem Laden, mit dem Rücken zum Laden, mit einem Karton, das konnte ich noch aus der Ferne entziffern, zum Verkaufen. Und wir konnten nicht vorangehen. Da sagte mein Großvater, warte, mach Platz für das Waisenkind, mach Platz für das Waisenkind. Und nichts, meine Damen und Herren, nichts bewegt einen schwergewichtigen Araber wie der Aufruf, er solle Platz machen für ein Waisenkind. Also machten die Leute Platz und mein Großvater schlüpfte wie ein Schatten hinter mir her und plötzlich standen wir in der ersten Reihe. Ich war wütend, schaute ich zu ihm nach oben und raunte, Waisenkind, meine Eltern waren gerade 30, da hatte er sich nicht beeindrucken lassen, schaute nach vorne und sagte, in 70 Jahren schon. Ich lüge nie, das ist bloß verfrühte Wahrheit. Und ohne verfrühte Wahrheiten hätten wir keinen Propheten im Orient. Also schau nach vorne. Der ließ sich nicht beeindrucken. Irgendwann mal kam ein eleganter Herr zu der Frau und sagte, willst du ihn verkaufen, nur weil er alt ist? Sagt sie, nein, ich bin auch alt. Aber er redet überhaupt nicht, seit Wochen redet nicht. Sagt ja und nein, das reicht mir nicht. Da sagt der Mann, ich nehme ihn an. Ich habe Pferde und Pferde nehmen einem nicht übel, wenn er nicht redet. Ich brauche einen Helfer. Und sie gingen, anscheinend war das ein Theaterstück, ein wunderbar gefädeltes Theaterstück. Aber bei mir als Kind rumorte das in meinem Kopf. Auf dem Weg zurück fragte ich Großvater, wird dich Großmutter verkaufen? Da sagte, die will das jeden Tag, aber ich erzähle ihr so viel, dass sie das vergisst. Und kurz vor dem Einschlaf sagt, morgen, aber morgen verkaufe ich dich mit Sicherheit morgen. Jeden Tag. Da war mein Plan fest, meine Damen und Herren. Ich habe beschlossen, Erzähler zu werden, damit die Frauen mich nicht verkaufen. Aber ein zweiter Plan war gereift. Ich bin nach Hause gekommen. Mein Vater war sehr katholisch, sehr, sehr streng. Wir sind aus der christlichen Minderheit. Und sagte meine Mutter, ich habe einen Gedanken, Mama.
wieso verkaufst du den Vater nicht und kaufst du den günstigen, preisgünstigen Opa dafür? Und mit dem Preisunterschied kaufst du endlich ein Radio. Meine Mutter träumte von einem Radio. Damals hat nur der Arzt in unserer Gasse ein Radio. Das waren diese herrlichen Geräte, diese Möbelstücke, diese elegante mit dem magischen Augen in der Mitte. Da sagte die Mutter, das, was alle Welt wusste, ich verkaufe deinen Vater nicht, ich liebe ihn. Habe ich gesagt, das macht nichts, da kannst du ihn bei den Pferden besuchen. Habe ich gesagt, da haben sie nichts dagegen, die Pferde, da kannst du ihn besuchen. Sagt sie, nein, ich verkaufe ihn nicht und deinen Großvater kriegen wir gratis immer. Also beruhige dich. Nach einer Woche, schenkte mein Vater meiner Mutter ein Radio, wahrscheinlich aus Dankbarkeit. Und von nun an kam die Nachbarschaft zu uns und meine Mutter spielte die Königin, die einen Zauberkasten dirigieren kann. Sie lässt ihn Lieder singen, sie lässt ihn Nachrichten bringen und wenn sie nicht will, schweigt er, dieser Kasten. Und so kamen die Nachbarn und mein Vater beschwerte sich, dass sein Radio, das einzige Radio in der Stadt, das mehr Kaffee als Strom verbraucht. Und wenn er zu viel das betont hat, schaute ich verschwörerisch zu meiner Mama und sagte, Flohmarkt. Ja, also politische Pädagogik kann ja viel, aber wie wir eben gemerkt haben und wie Christina Weiß schon lange weiß, ohne die Hilfe der Künste bringen wir zu wenig in die Herzen der Menschen und deshalb braucht die politische Bildung die Assistenz und die Mitwirkung der Künste, um unser Leben so reich und die Demokratie so glaubwürdig und schön zu machen. Ganz herzlichen Dank, Rafik Shami, ganz herzlichen Dank, Christina Weiß, für die wunderbare Laudatio. Es war ein Fest heute Morgen, wirklich wahr. Thank you.